Gleich in Angecheckt werdet ihr erfahren, warum das Moto Interface Hybrid heißt, was die DSP-Effekte hier eigentlich wirklich bringen und dann schauen wir uns auch noch ein Highlight an, und zwar Audiodesk. Dranbleiben! Herzlich willkommen zum Musotalk, dem Music- und Sound-Production-Podcast aus Berlin. Hallo und herzlich willkommen bei Musotalk Angecheckt. Ich bin Don Eric und heute checken wir zusammen das Moto 828 MK3 Hybrid an. Und das ist ein wirklich opulent ausgestattetes Audio-Interface. Es hat 8 Audio-Kanäle, mehr oder weniger alles, was man sich an einem Audio-Interface wünschen kann. Es gibt digitale Schnittstellen im ADAT-Format, man kann Fußschalter anschließen, MIDI-Anschluss, alles ist dran. Sogar eine Buchse für SMPTE-Timecode-Aufnahme ist am Gerät vorhanden. Hybrid heißt das ganze Ding aus einem einzigen Grund: es ist hybrid anschließbar. Und das bedeutet im Prinzip, ich kann das Interface sowohl über USB 2.0 als auch über FireWire betreiben. Am Gerät selber ist ein Anschluss für einen 800er Stecker. Allerdings läuft das Interface gar nicht mit 800 Megabit, sondern es ist im Prinzip eine 400er Schnittstelle. Mir ist auch aufgefallen, ich habe nämlich Folgendes gemacht, ich habe immer mal wieder gewechselt von FireWire auf USB. Das hat im Prinzip keinerlei Auswirkungen auf die Performance gehabt. Ich würde sagen, FireWire und USB läuft beides im Prinzip gleich gut. Man muss allerdings ein klein bisschen aufpassen, dass man an seinem Rechner auch tatsächlich einen USB 2.0 Port erwischt, denn nicht alle Ports an einem Rechner sind tatsächlich USB 2.0 kompatibel. Einige sind noch USB 1.0, weil man da eventuell ja nur eine Tastatur und eine Maus anschließt. So, und die Front vom Interface ist auch wirklich exzellent ausgestattet. Wir haben hier eine Aussteuerungsanzeige vorne. Da hat man immerhin 4 Segmente beim Input und auf allen Outputs eine grüne LED, sobald da ein Signal anliegt. Das ist nicht ausreichend für professionelles Metering, aber ich würde auf jeden Fall mal sagen, mehr als üblich. Denn oft hat man ja nur eine rote LED für Overload, was doch sehr, sehr mickrig ist. Dann gehen wir hier weiter. Hier vorne sind die beiden Mic Preamps mit einer Kombibuchse. Da kann ich also sowohl ein XLR-Kabel als auch eine Klinke anschließen. Beide Anschlüsse fungieren auch gleichzeitig noch als Instrument-Eingang. Ich kann also hier einfach mit dem Kabel direkt rein eine Bassgitarre oder eine Gitarre anschließen. Sehr löblich hier vorne die Trimregler. Ich muss also nicht erst noch langwierig in irgendeinem Control-Panel suchen, wo ich denn jetzt die Eingangsempfindlichkeit steuern kann. Und ich habe tatsächlich auch die Möglichkeit, ich kann jetzt hier drauf drücken und habe noch eine Pad-Absenkung. Sehr, sehr löblich, alles im sofortigen Zugriff. Das gleiche gilt auch hier vorne für den Kopfhörerausgang. Den gibt es eigentlich zweimal, weil der doppelt nochmal mit dem Main-Out hier vorne. Und auch für den Main-Out und für den zweiten Kopfhörerausgang gibt es einen Drehregler. Das ist zwar alles hier relativ klein und friemelig, aber immer noch deutlich praktischer, als wenn ich das in der Software regeln muss. Besonders dann, wenn Aktivmonitorboxen im Einsatz sind, dann kann ich hier schön die Lautstärke direkt am Audio-Interface regeln. Daneben rechts sind weitere 4 Regler und die steuern den internen Digitalmixer, den sogenannten Q-Mixer. Und damit lässt sich dieses Interface komplett standalone ohne Rechner editieren, bearbeiten. Und das kann in vielen Situationen super sinnvoll sein, auch wenn man natürlich hier mit diesen 4 kleinen Reglern jetzt nicht einen totalen Bock hat, einen kompletten Mix zu machen. Aber es gibt einem immerhin die Möglichkeit, mal auf die Schnelle was am Gerät zu machen, ohne den Rechner anschließen zu müssen. Was bei mir oft der Fall ist, wenn ich hier zum Beispiel meine Drum Machine angeschlossen habe, dann muss ich meistens erst noch den Rechner hochfahren, damit ich irgendwie einen Sound aus diesem Audio-Interface hören kann. Aber das Moto verfügt auch noch über eingebaute DSP-Effekte und ist deshalb nochmal deutlich mehr als nur ein stinknormales Audio-Interface für Cubase & Co. Gesteuert wird das Ganze mit der QMix FX-Software und die ist einer traditionellen digitalen Mixer-Oberfläche nachempfunden. Ich habe hier sogar einen Talkback-Button. Die DSP-Effekte, die lassen sich immer hier in diesem Bereich steuern und den Kanal, den ich bearbeiten möchte, den wähle ich, indem ich hier Fokus anklicke. So, ich hatte ein Problem mit der Software und zwar, ich habe dann hier EQ angemacht
passiert aber nichts. Und das Problem ist, man muss dann nochmal hier unter Inputs auch für den Input-Kanal hier EQs global nochmal anschalten. Das mache ich jetzt auch mal hier für die Dynamics. Und dann gehe ich jetzt hier wieder zurück. Und jetzt kann ich hier EQ einstellen. Ich habe hier 6 Bänder EQ, dann Dynamics, Kompressor und Leveler. Und hier hinten ein Reverb. Und wenn ich das anschalte, passiert auch nichts, weil auch der Send muss hier unter Inputs eingestellt werden. Ich hätte mir bei der Software auch gewünscht, dass man kann das zwar auseinanderziehen, aber eine etwas, ich sag mal, schmalere Darstellung des Mixers hätte ich deutlich ergonomischer gefunden.